Sie sind hier, 23. November 2018, 12.17 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Die Italienerin Elena Facchini beendet ihre Karriere. Urheberrecht Getty Images. Vor 3 Tagen beendete ein Horrorsturz im Training die Comeback-Pläne von Skirennläuferin Elena Facchini. Nun zieht die Italienerin Konsequenzen. Die italienische Skirennläuferin Elena Facchini hat 3 Tage nach ihrem im Training erlittenen Wadenbeinbruch ihr Karriereende verkündet. Die 33-Jährige, die nach einer mehrmonatigen Tumorbehandlung erst kürzlich wieder auf die Piste zurückgekehrt war, erklärte in einem Video unter Tränen, dass die Folgen des Sturzes gravierender als erwartet seien. Es war ein schwerer Schlag, weil ich wirklich an mein Comeback geglaubt hatte, sagte die WM-Zweite in der Abfahrt von 2005, die bei dem Unfall in Copper Mountain, USA, auch noch einen Fingerbruch sowie eine Knieprellung erlitt. Facchini sah allerdings auch Positives: Ich habe meine Krankheit überwunden und wenn ich auch nur 5 Tage hier in Copper Mountain trainieren durfte, war es wunderbar, hier zu sein. Punkt. Ich habe mein Ziel Genesung erreicht. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst.